Hallo und willkommen zu meinem Video. Ja, ab jetzt bin ich wieder voll auf dem Damm. Entschuldigt, ich habe die letzten Videos, wie gesagt, hatte ich das Problem, dass mein Hase parallel gerannt ist und dass ich deswegen sehr abgelenkt war. Und jetzt bin ich gerade von einem riesengroßen Staubflocke abgelenkt worden. Das ist bei mir ganz schlimm. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist ja da. Und jetzt müssen wir alle damit leben. Sorry. Gut. Ich wollte mal mit euch über ein Thema reden, das zurzeit ja immer öfter aufkommt. Und zwar Erinnerungen. Und ich meine, oder besser gesagt, große Ereignisse. Große Ereignisse der Geschichte. Und ich muss an diesem Punkt der Geschichte mal kurz sagen, Geschichte, dass mir auffällt, dass wir im Hauptding ja oftmals schreckliche Ereignisse viel mehr zelebrieren als Sachen, die schön sind. Also ein Beispiel, den Anfang vom Ersten oder Zweiten Weltkrieg, dem wird mehr gedacht oder da wird mehr darüber berichtet, als der Tag, als es aufgehört hat. Oder der 11. September, auch ein Beispiel, der wird öfters mehr, also medial wird mehr über den berichtet, als zum Beispiel sei es über einen Tag, wo nichts passiert ist oder wo einfach wo Leute friedlich demonstriert haben oder über Kunstaktionen, die jedes Jahr sind. Oder ein Beispiel, meine Mutter geht öfters zu einem Gottesdienst. Ja, diese ganzen Bibelsachen sind irgendwie noch schwerer. Ja, egal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher, wie die Worte ausgesprochen werden. Aber auf jeden Fall zu einem Gottesdienst, wo viele Religionen zusammenkommen und friedlich miteinander zusammen einen schönen Abend verbringen. Und sowas hört man viel seltener. Oder besser gesagt, sowas findet viel seltener statt. Oder wie auch immer. Oder wird dann darüber berichtet, als über Sachen, die schrecklich sind. Man erfährt viel seltener Sachen, die gut gelaufen sind, als über Terror, Krieg und Angst. Und ich für meinen Teil, ich finde das total schade. Ich finde, dass der Fokus der Welt sich komplett verrückt hat. Und dass wir irgendwie gar nicht mehr dort sind, wo wir mal sein wollten, nämlich beim Friedlichen. Ich meine, ich bin katholisch und Jesus Christus, seine Message ist, liebe deinen Nächsten. Und das heißt ja nicht nur, dass wir immer nett zueinander sein müssen. Bei Gott nicht. Das ist jetzt nicht das, was er meint. Aber zumindest ist die Grundmessage unserer Bibel oder auch der anderen Bibeln wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich kenne mich in den anderen Religionen nicht aus, aber ich nehme es jetzt mal an, einfach ein friedliches Zusammenleben. Und ich finde es dann so komisch, dass sich unsere Medien und unsere und die ganzen, ja, Firmen und alles und so weiter so drauf fokussieren, dass es Krieg, Terror, Angst und überhaupt, dass das so ein Riesending ist und die ganzen guten Sachen damit untergehen. Projekte, wo Leute wieder zusammenkommen, wo Kindern Sport oder Kindern aus armeren Familien was ermöglicht wird. Das sind alles so Sachen, über die wird, wenn man Nachrichten anguckt, vielleicht mal so 3-4 Minuten berichtet. Vielleicht so kleine Berichte am Eck. Und dann im Vergleich so Sachen wie Corona oder Terror oder Angst und weiter. Das sind dann so fast so gefühlte 20-Minuten-Beiträge, wo ich mir dann denke, wieso muss das, was schrecklich ist, immer so eine riesengroße Aufmerksamkeit kriegen? Ich meine, meine Mama sagt immer, das, worauf man sich fokussiert, das sieht man auch am meisten. Und wenn wir das einfach mal so auf die Nachrichten ummünzen, dann ist es ja so, dass sich die meisten Menschen auf Schlechtes fokussieren oder sich darauf fokussieren wollen. Oder anders gefragt,
Ich erlebe auch so oft, wie meine Großeltern oder auch andere in meinem Umfeld sagen, das, was in den Nachrichten läuft, ist ja nur noch Mist. Ja, warum gucken wir es denn dann noch? Wenn wir aufhören würden, die Nachrichten zu gucken und ja, dann würde jetzt jeder sagen, ja, dann sind wir ja nicht mehr informiert. Aber müssen wir uns wirklich über Tod und Verderben und über Angst informieren? Können wir das nicht einfach auch lassen? Und vielleicht einfach nur Sachen und uns vielleicht versuchen, uns auf die Sachen, die schön sind, eher zu konzentrieren? Ich meine, so Sachen wie, wenn in unserer Stadt irgendwie mal wieder eine Riesensache ist, wie bei uns in Ravensburg, Ravensburg spielt, einfach mal wieder dorthin gehen und dort eine schöne Zeit erleben und an dem Tag am Abend einfach keine Nachrichten gucken und einfach mal einen Tag als etwas Gutes zu Ende gehen lassen. Ja. Klingt schwierig, aber ist möglich. Ist wirklich möglich. Ich meine, ich lebe ja seit, ja, jetzt knapp 8 Jahren nach dem Motto, solange nur eine einzige Sache an einem Tag gut gelaufen ist, war es ein guter Tag. Und seitdem bin ich auch viel besser drauf und viel optimistischer. Ich war früher ein total depressiver Klotz. Ich war wirklich so dieses, ich war dieses, ich war der typische flunschziehende Smiley in der Ecke. Naja, Smileys sind ja eigentlich lächelnde. Also dieses Flunsch-Emoji. Ich war das Flunsch-Emoji in der Ecke. Und seitdem ich da, und dann, als ich meine Sicht auf die Dinge geändert habe, bin ich ja also wirklich, ich bin aufgeblüht in mir selber und habe viele neue Erfahrungen gemacht des positiven Erlebens. Ich sage damit nicht, dass man dann plötzlich alles, dass alles rosig ist und dass es keine Tage gibt, an denen die ganze Welt schrecklich ist. Aber wenn man dann zum Beispiel so wie ich Tagebuch schreibt, und bei meinem Tagebuch gibt es die Funktion, dass man muss umstellen bewusst, dass es ein trauriges Smiley ist. Und wenn man dann einfach mal ein Tagebuch schreibt und dieses Smiley dann sieht, ich benutze das Effective Diary vom Session Programm. Das gibt es im Internet. Also nichts Pro, sondern ich nutze das Gratis-Ding. Nur so als Tipp, falls noch jemand anderes damit anfangen will. Damit habe ich tatsächlich bei mir nämlich angefangen, dass ich gesehen habe, dass bei mir ständig Trauer-Smileys waren und ich mir gedacht habe, kann ja nicht sein, dass das die Welt ist. Und ich dann angefangen habe, meine Meinung zu den allen zu ändern und tatsächlich dann angefangen habe, eben diese neue Einstellung zu kriegen. Und mit dieser neuen Einstellung habe ich dann irgendwann, waren es immer mehr Smileys und immer mehr einfach nur glückliche Smileys und die traurigen werden immer und immer weniger. Und dann irgendwie, dann ist es dann passiert, dass mit diesem Prozess, das ist einfach nur nicht positiver einzustellen, ich auch einfach an sich ein viel zufriedenerer und glücklicher Mensch geworden bin. Das klingt alles total nach einem riesen schwierigen Ding, aber einfach mal Schritt für Schritt anfangen. Einfach mal morgen dir vornehmen, wenn morgen nichts wirklich gravierend Schlimmes passiert, dann war es ein guter Tag. Und dann, wenn, dann einfach vielleicht nochmal das übermorgen und übermorgen und mit der Zeit automatisiert sich's und dann kriegt man bessere Laune. Ja, es ist eigentlich doch relativ einfach, wenn man es mal. Es ist das Schwierigste und einfachste auf der ganzen Welt. Weil, ja, ich würde nicht sagen, dass ich glücklich bin. Das ist nicht, das, weil Glück ist in meinen Augen was zu Vergängliches. Aber ich bin mit mir und meiner Welt zufrieden und das ist, glaube ich, sehr viel wert. Ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal gemacht habt oder ob ihr dieses Phänomen kennt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und ich habe heute einen guten Tag. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, vielleicht könnt ihr auch schon heute, wenn ihr das Video seht, anfangen. Und ja, schreibt mir mal gerne dann unter das nächste Video, ob es bei euch funktioniert. Ja, gut, also bis dann. Tschüss.